So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Mario Maker 2, der Test war positiv, es dürfte nicht asynchron sein. Und wir sind nach wie vor natürlich in diesem wunderschönen Level und werden an diesen Stacheln noch ganz oft sterben. Fortsetzung vom I Wanna Be The Level von, wie heißt es nochmal? I Wanna World The Super Mario vom Rasierer. Und ja, das letzte Mal sind wir bis zum Clown Car gekommen. Und dann leider an dem Swamp da oben immer nicht vorbei. Das heißt, was dann nach dem Swamp kommt, weiß ich noch nicht. Ich hoffe aber, wir werden da jetzt heute mal ein bisschen schlauer draus. Aber dafür muss ich halt diesen beschissenen Sprung hier schaffen. Das ist, ja, es ist so kritisch. Es ist so ein kritischer Sprung da oben. Uff. Es ist mit der schlimmste Sprung des Levels, auf jeden Fall. So, das, wie das Clown Car funktioniert, haben wir mittlerweile rausgekriegt. Da komme ich hier relativ gut durch, wenn ich mal im Clown Car sitzen würde. Aber diese Stelle da oben. Ah, I don't know. Aber ich werde mir jetzt einfach die Zeit nehmen. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr das jetzt anschaut. Gut möglich, dass hier nicht viel Fortschritt passiert in dem Video. So. Aber wir kommen zumindest schon mal wieder zum Clown Car. So, jetzt ordentlich positionieren, dass wir links und rechts dann einfach durchziehen können. Sehr schön. Okay, wir sind wieder beim Swamp, weil darüber müssen wir nicht, da ist nur die Münze. Ich habe halt beim Swamp noch keine perfekte Strategie, weil das Problem ist, ich muss dann nachher schnell hoch und eigentlich dann nur... Guck mal, er eckt so schnell an. Das ist das Problem. Wenn ich da rein will, muss ich so dann direkt zack durch. Und das ist... Ich eck dann so oft hier an. Das ist eben der Mist. So, komm einmal ran. Und dann einmal ganz schnell hoch. Und zwar so. Genau. Okay, jetzt kommen wir einmal nach hinten, wo wir noch nie waren. Da waren wir noch nie. Jetzt muss ich mal gucken, was hier alles so kommt. Wie geht der los? Geht der zu mir? Nach links? Geht er runter? Der geht nicht zu mir, der geht also runter. Aber dann kann ich das Ding gar nicht mitnehmen. Hätte ich dann... Wait! Wir kommen jetzt hier unten raus. Wir können jetzt direkt in die Tür gehen. Ich dachte, ich komme da unten irgendwie durch. Irgendwann. Oh Gott, ich kriege keinen Checkpoint, ne? Hier kann ich nicht lang. Da oben ist eine Tür. Da ist eine Röhre. Ich kann... Warte, was ist, wenn ich hier runter... Da unten entlang laufen könnte ich auch. Ich habe also jetzt die Wahl zwischen Röhre und da unten entlang laufen. Oh shit. Checkpoint. Okay, wir sind 3 Minuten im Video und haben den Checkpoint. Oh mein Gott. Oh, 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 da kommt das Ende. Was? Kommt das Ende? Das heißt aber, die ganzen Tode vom letzten Mal mit dem Clown Car oben hätte ich nicht haben müssen, weil ich das Clown Car da gar nicht durchnehmen muss. Ich muss das Clown Car da gar nicht mehr durchnehmen. Okay. Okay. Ist okay. Ist okay. Uns fehlt theoretisch... Oh mein Gott, ich hätte den Sprung geschaffen. Aber uns fehlt theoretisch auch noch die dritte Münze. Und wir wissen ja noch nicht... Klar, dieses Ding heißt, dass da hinten die Axt kommt. Aber die kann ja auch eingebaut sein durch einen zusätzlichen Gang. Ich meine, wir haben hier noch eine Tür. Da ist die dritte Münze. Da muss man irgendwie hochkommen. Da ist die dritte Münze. Okay. Und dann ist aber da unten ja noch ein Gang gewesen in dem Raum von gerade eben. Wofür ist der denn dann da? Da waren ja auch On-Off-Blöcke. Ist das für irgendwas ganz anderes gedacht? Für was ist das gedacht? Ja, tschüss.
wie schaffe ich jetzt diesen blöden Sprung da unten? Muss ich mich ducken? Vielleicht ist Ducken besser. Wir probieren es mal. Es dürfte keinen Unterschied machen, aber fürs Gefühl. Ja, es ist einfach, man muss genau den richtigen Moment erwischen. Aber wieso kriege ich dann den extra Raum für den Checkpoint? Warum nicht einfach, anstatt der Röhre hier direkt den Checkpoint? Dann müsste ich nicht immer wieder durch die Röhre gehen. Aber Hauptsache, wir haben einen Checkpoint. Das ist, oh, das ist so viel besser als alles andere. Ich würde jetzt halt gern sehen, was da drüben ist. Mann. Mann, ey. Ne, oh. Irgendwas muss doch da drüben sein. Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt zurück... Wenn ich jetzt versuchen würde, zurückzugehen? Jetzt ist ja der On-Off wieder anders, ne? Jetzt käme ich da gar nicht durch, richtig? Ja, okay. Interesting. So, aber hier ist ja... Hier ist ja nix. Irgendwie ein Stern versteckter oder irgendwie sowas. Das wäre ja totaler Quatsch. Ich schaff die. Ich krieg das Timing. Ich muss wirklich ganz am Rand abspringen. Puff. Puff. Yes. Okay, und dann kommt hier. Okay, wir könnten theoretisch abschließen. Und wir könnten aber auch noch. Na, die Münze interessiert mich nicht. Sorry. Sorry, die Münze interessiert mich nicht. Ich habe sie gesehen. Ich weiß, wo sie ist. No thanks. No thank you. Oh mein Gott. Abgeschlossen. Unglaublich. Immerhin. Immerhin. Immerhin nicht das ganze Video dafür verschwendet jetzt. Puh, aktualisieren wir mal und gucken, was noch so passiert ist in der letzten Zeit. Okay, Boost-Bo ist passiert. Zwei Leute haben das jetzt abgeschlossen. Macht eine interessante Abschlussrate. Okay. Ich habe nach wie vor den Weltrekord, aber es hat auch keiner anderes abgeschlossen. Das ist natürlich schade. Acht Leute haben es gespielt. Gut. Red Coins 2. Links Snowy Adventure von Wine. Okay. Und Relaxing Red Coins 3. Machen wir erstmal Zelda. Ich bin gerade sehr im Zelda-Dings. Use all the tools at your disposal to fight and solve puzzles. Okay. Anscheinend habe ich Wine irgendwann mal angefangen zu folgen. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber mal gucken, was er so gebaut hat. Ich weiß gerade echt nicht, wer das ist. Wine. Irgendwo habe ich das schon mal gehört. Keine Ahnung. Nice. Ba, 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 da, ba, da. Bam. Nein, bleib hier. Ah, es ist so gut, ne? Es ist einfach so gut mit Zelda zu, also mit Link zu spielen. Oh. Da geht's kaputt. Entschuldigung. Stimme. Nice. Ist da unten irgendwas Spannendes? Nein. Gut, bisher nutze ich eigentlich meine Tools kaum, weil alles, was ich bisher tue, könnte ich auch mit Mario machen. Also außer die halt kaputt machen. Mein...
Ich hab gar nicht gesehen, dass ich in die Lücke gesprungen bin. Plötzlich war ich tot. Tun wir mal so, wie wenn wir nur einen Bogen hätten. Mit dem Bogen ist halt auch super cool zu spielen, ne? Problem ist, ich kann nicht schnell mit dem Bogen laufen, ne? Oder kann ich schnell mit dem Bogen? Nein. Also wenn ich einen schnellen Sprung machen will über irgendeine große Lücke, ist der Bogen ungünstig, wenn ich den auswählen möchte. Dann kann ich doch nicht nur mit dem Bogen spielen. Oh, das war knapp. So, wo bin ich gestorben? Irgendwo habe ich Quatsch gemacht. Ach, Link rutscht nicht darunter. Okay. Das ergibt natürlich auch wieder Sinn. Plopp. Ach ja, hier habe ich Quatsch gemacht. Riesigen. Ich weiß gar nicht, wieso ich darunter... Ich habe keine Ahnung, was ich getan habe. Dass das passiert ist. Ich weiß es einfach nicht. So, jetzt macht er erstmal einen Abflug hier. Zack, zack und rüber. Es ist so gut. Oh. 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 Okay, jetzt brauchen wir die Bomben. Ich muss aber ganz kurz nochmal runter gucken. Nicht, dass wir eine Münze verpassen. Da geht es ja auch noch weiter. Oh. Oh. Ich brauche... Geht das mit Bomben kaputt? Ja. Aber jetzt geht's oben und unten. Und ich glaube, dann ist oben vielleicht eine Red Coin. Wir gehen erstmal hoch. Weil das sieht mir doch eher nach dem Secret aus. Wo ich auch wieder rauskomme vielleicht. Sorry, nothing. Okay. Ich komme auf jeden Fall nicht zurück. Okay. What? Das war ja jetzt nicht so nett. Ich meine, wir sind gleich wieder hier, aber okay. Dann war das nur für Coins bzw. für einen Troll. Alles klar. Oh no. Mach Boom. Ja, es ist Boom genug, um eine neue Bombe reinzuwerfen. Ohne mich bitte. Dankeschön. Bam! Ernsthaft? Ach so, die nächste. Der nächste. Hier kommt ein Schwert raus, okay. Da kommt keine Ahnung irgendwas raus. Ach so, der ganz normale. Was man halt auch erwartet, kommt da raus. Der ganz normale. Oh mein Gott. Ja, nice. Kann ich die ablegen? So kann ich die ablegen. Huh. Okay, da ist dann die Tür für die roten Münzen. Das heißt, die roten Münzen werden wahrscheinlich nicht optional sein. Sondern verpflichtend. Ach so. Das war nicht, was ich wollte. Aber auch eine coole Idee. Ach, geh halt weg. Oh, komm schon. Zum Glück kriegt man das Schwert immer wieder. Ich muss wahrscheinlich auf den Block drauf. Ja. Oh, das wäre so cool gewesen, wenn die getroffen hätte jetzt, ne?
Okay, easy. Gut, damit hat sich die rote Coin-Geschichte auch schon geklärt. Okay, wir müssen den drücken. Huch. Wollte ich nicht. Hä, ich kann doch dann aber einfach... Ups. Was hat das jetzt mit Link zu tun, das Ding hier zu drücken? Das hätte ich jetzt mit Mario auch gekonnt. Okay. Vielleicht kann man es irgendwie speziell drücken, aber so wie ich es jetzt gemacht habe, geht es halt auch. Keine Ahnung. So, jetzt kommt der Bowser-Kampf. Den will ich aber so bemachen. Ne, der richtige Bowser-Kampf kommt erst dahinter. Nein! Bam! Nimm dies und dies. Mit Link kämpfen ist halt super cool. Einfach schon allein wegen des Kampfgefühls, ne? Das ist so... Bam! Und jetzt... jetzt liegt das Schwert auf dem Matcha drauf. Das ist natürlich auch ganz toll, wenn man es holen will. Aber egal. Und jetzt kommt der richtige Bowser-Kampf. Let's go! Bam! Oh, scheiße. Oh, ich habe aber nicht unendlich viele jetzt davon. Ich habe diesmal keine Röhre, die mir ein Schwert gibt. Das ist jetzt nicht so gut. Das war jetzt richtig dumm. Ah, schade. Oh, das heißt, wir müssen den Miniboss vorher immer wieder machen. Boom. 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 Ah, ist schon cool. Aber jetzt. Hat keiner gesehen. Ups. Das lief nicht ganz, wie ich wollte. Oh, ich kann Feuer blocken. Dann kann ich mir ja gar nichts mehr. Link komplett OP. Der Link ist einfach komplett OP. Sick. Kann ich das große Feuer auch? Moment. Ah, kann ich so nicht testen. Schieß. Holy shit. Sweep! Ich kann mich nicht drauf konzentrieren. Das gibt's doch nicht. Ich kann mich nicht darauf konzentrieren, da nicht runterzufallen. Eieiei. Eieiei. Bam! Oh. Auf mich draufgefallen. Oh, scheiße. Hi. Das lief ja nicht so, wie ich wollte. Ja, aber voll lustig, dass der Mann dann auf einen draufhält, wenn man da drunter durchläuft, ne? Das wäre schon wieder fast schief gegangen. Okay, so. Zurück zu meinem Original Plan. Nice. Ah, es reicht nicht. Muss ein bisschen weiter rüber. Ja, könnte passen. Yes. Ah, nicht ganz.
Das war nicht, was ich wollte. Ah, es ist zu viel hier. Nein, aber es liegt wieder gut. Bam. So. Gleich ist da unten. Nein, nicht dahin. Oh boy, jetzt kommt er näher. Wow, 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 wow. Dann schießen wir ihn auch einfach ab. Das dauert zwar Millionen Hits, aber... Es könnte halt funktionieren, wenn ich die richtige Richtung schießen würde. Ah, Mist. Ich habe nur noch ein Schwert, ne? Das ist nicht so gut. Wenn das Schwert weg ist, haben wir verkackt. Oh no. Und ich komme nicht zurück. Ich dachte, ich kann irgendwie runterfallen lassen, aber das Problem ist, ich kann nicht. Oh nein. Okay, wie mache ich den denn? Das war nicht, was ich wollte. Das war nicht, was ich wollte. Ah, shit. Alter! Wie viele Bogenhits braucht er denn, bis er einen normalen hat? Ich meine, wenn ich das auf Bowser projiziere, dauert Bowser ja 3 Jahre mit dem Bogen. Alter. Ich komme nicht mehr ran. Ich komme nicht mehr ran. Gibt's das denn? Ich musste nur einmal zum Drehen bekommen. Dann wär's das ja schon. Okay, 5 Hits für ein normales Schwert. Das ist natürlich sick. Das ist natürlich richtig. So, aber ich wollte halt den Boden unter ihm wegmachen. Ah, shit. Nein! Ist das denn die Möglichkeit? Weil so dauert das halt viel zu lange. Das ist zwar, wie gesagt, morgen noch da. Ich kann es zwar probieren. Nein! Ich habe nur noch ein Schwert. Bruder! Lass das. Nein! Oh, warum springe ich denn da rein? Ja, jetzt muss ich ihn irgendwie fallen lassen. Das heißt, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass er hier runterstürzt, wenn er hier drauf steht. Ansonsten habe ich keine andere Möglichkeit, habe ich nicht mehr, ihn zu besiegen. Das war es im Prinzip. Ja, was soll ich tun? Ich wollte die Steine da hinten weg haben. Das wollte ich hinkriegen. Und das ist gar nicht mal ein einfacher Bowser-Kampf, ne? Der ist richtig heavy. Wie viel Schaden macht eine Bombe? Toll. Wie viel Schaden macht eine Bombe, so im Vergleich? Okay, die macht auch vollen Schaden. Jetzt nimmt er das Schwert auch noch mit. Ist schon klar. Ist okay. So. Ich müsste... Wenn ich nah genug an ihn rankomme, ohne dass er mich ständig trefft, dann könnte ich ja... Ja, aber ich kann halt nicht nur einen Schlag pro Schwert machen. Das reicht ja nicht. Ich muss ihn ja öfter treffen. Oh, das war gut. Das war gut. Das waren, glaube ich, 2 oder so. Ah,
Also echt gar nicht mal ein so einfacher Kampf, ne? Okay, nochmal zwei. Ich habe nur noch ein Schwert. Dann ist schon wieder vorbei. Könnt ihr jetzt auch versuchen, den Rest mit dem Sprung zu machen. Wenn ich in die richtige Richtung mal schießen würde. Und er auch treffbar wäre. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Nein, das war nicht wahr. Jetzt hat er den Dings nach unten gemacht. Ja, jetzt war es doch schon wieder. Er läuft ja nicht hier auf die Dinger drauf, ne? Von selber läuft er da ja nicht drauf. Ja, was soll ich tun? Ich habe keine andere Option, als zu sterben. Jo, man kann ja auch dann richtig weit springen, wenn man so einen One macht, ne? Oh. Das war nicht, was ich wollte. Na, aber wenn ich so... Hui! Kann ich ja richtig weit springen. Ach, das ist ja wieder blöd gewesen jetzt hier. Da kann ich richtig weit springen. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt, ne? So. Also man könnte schon Stück für Stück. Dauert halt dann 3 Jahre. So ein bisschen wie... Oh no. So ein bisschen wie Mauser mit Cat Mario. Das ist ungefähr genauso effizient. Oh Gott. Ich würde einfach gerne... Ja! Ich will seinen scheiß Boden da hinten wegmachen. Das ist eigentlich so das Hauptziel gewesen vorhin. Nein! Aber dafür müsste ich halt ordentlich treffen. Jetzt muss ich weiter rein, sonst treffe ich nicht. Nice. Sehr gut. Nice. Oh oh. Ich habe nur noch ein Schwert. Das ist das letzte Schwert. Das reicht nicht. Ah, es hat ihn getroffen. Das ist natürlich auch in Ordnung. Oh, jetzt kommt er hierher. Auch interessant. Nein! So treffe ich ihn nicht mehr. So wird es nichts. Ich meine, ich könnte auch jetzt wieder, wenn er so nah dran ist, könnte ich natürlich versuchen, ihn abzuschießen. Oh Gott, ich hätte fast einen Fehler gemacht. Oh boy. Ja, ich muss jetzt Geduld haben, dann hauen wir ihn weg. Ich mache jetzt ganz vorsichtig. Dann lasse ich mich nicht mehr vom Feuer treffen. Sondern mach... Nein! Du Viech! Mist! Da hat es über das Schild weggeschossen. Jetzt kannst du schon wieder vergessen. Was soll ich jetzt tun? Was für ein Kampf, Alter! Wo ist der Trick? Ich muss mit dem Schwert hin und versuchen, mich nicht treffen zu lassen. Das ist alles andere ist nicht. Also, oder mit den Bomben halt ist...
Ja, mein Hauptziel wäre ja nach wie vor, mit den Bomben das Ding da zerstören. Ich glaube, das ist das, woran ich auch erstmal festhalte. Nein, das ist halt... Ich bekomme halt nicht, und das ist das Problem, ich bekomme halt nicht unendlich Schwerter wie in anderen Kämpfen. Ich habe halt nur diese drei. Das ist das ganze Problem an der Geschichte. Nein! Nein! Och, Mann! Es reicht halt nicht. Boah. Ich meine, solange wir ihn treffen, können wir ihm erstmal Schaden machen. Ist auch in Ordnung. Im Moment bleibt er an der Stelle, ne? Er geht jetzt nicht mehr da weg. Das ist eigentlich auch gut. Wenn ich das gut time, muss ich einfach immer wieder eine Bombe werfen. Bis er down ist. Das wäre schon wieder fast so ein Feuer gewesen, was mich erwischt, ne? Nein, jetzt kriegt er das nicht mehr. Oh mein Gott. Das hat viel zu lang gedauert. Oh, was ein Kampf. Holy moly. 19 Minuten 11. Gibt's irgendeinen Trick für den Kampf oder bin ich einfach zu dumm? Ich bin wahrscheinlich einfach zu dumm. Okay. Relaxing Red Coins 2 und 3 könnten wir uns beim nächsten Mal angucken. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.